Hallo, Chris Kramer meldet sich zurück zu Blues Harmonica Construction Kit mit einer Armmundharmonika und mit folgendem Thema. Beziehungsweise bevor ich das Thema jetzt so schnell spiele, will ich noch sagen, beim letzten Video hatte ich so salopp die Idee, Mensch, vielleicht nehmt ihr mal die letzte Zeile, die ich da eingebaut habe beim Thema beim letzten Mal und macht daraus was Neues. Und dann, als ich das Video gestoppt und geschnitten habe und das, was ich gesagt habe, nochmal gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, mach das doch selber. Das habe ich jetzt gemacht und das ist dabei rausgekommen. Und jetzt zu den einzelnen Teilen. Zeile Nummer 1. Jetzt Zeile 2. Zeile 3 entspricht wieder Zeile 1 und bei Zeile 4 habe ich jetzt was gemacht, was jetzt etwas untypisch ist zu den Themen, die ich sonst aufgebaut habe, weil ich dann immer was wiederholt habe, habe ich jetzt was anderes gemacht, aber etwas, was schön ist und was gut funktioniert, aber es ist einfach nur die Blues-Skala von oben nach unten runter, eben rhythmisch so betont, dass es hier reinpasst. Da weiß man mal, weshalb man die Tonleiter, die Blues-Skala, schon habe ich Tonleiter gesagt, die Blues-Skala immer üben soll. Tonleiter natürlich auch, wenn man dann in der ersten Position ist. Ne, daraus formen sich dann die Melodien und hier eben unsere Riffs, wie eben dieses. Dann die nächste Zeile geht so. Dann die nächste Zeile ist wieder exakt die zweite Zeile. Die vorletzte Zeile ist dann.
Und die letzte Zeile ist dann wieder die Blues-Skala von oben nach unten. Und schon haben wir ein neues Thema und das ist jetzt wieder, auch wenn ich mich wiederhole, wieder so ein Paradebeispiel, wie man aus dem Baukasten sich so seine Sachen zusammensetzen kann. Und nochmal der Hinweis, wenn bei dem Thema oder auch bei den anderen vorher so ein paar knifflige Stellen sind, dann verändert ihr das so, dass es für euch passend gemacht wird, so dass ihr das hinbekommt. Das mache ich zum Beispiel auch so und habe das jahrelang auch auf der Gitarre gemacht. Dann habe ich irgendwas gesehen und ich bin kein Supergitarrist. Und einiges habe ich dann einfach handwerklich nicht hinbekommen. Und dann habe ich das eben so reduziert an den Stellen, dass ich es hinbekommen habe, damit es groovt und funktioniert. Und dann verändert ihr das. Das nur mal so als Tipp für die, die dann an der einen oder anderen Stelle ein Problem haben. Da nehmt ihr dann ein anderes Element aus dem Baukasten, aus eurem Baukasten oder aus unserem gemeinsamen Baukasten. Eine Stelle, die dann passt, und da wird das passend gemacht. Das so als kleiner Tipp. Und jetzt sage ich Tschüss und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Euer Chris Kramer, bleibt gesund. Jetzt hatte ich sie falsch rum. Ich habe es noch gemerkt.